Tja Leute, da sind wir wieder bei Grassmoke. Ah, da. Nein, da ernten sie das Gras noch nicht, das geraucht werden soll. Sie schneiden nur Setzlinge. Ja. Nee. Schon gut, schon gut. Das hat der Zufallsgenerator halt ausgespuckt. So. ja. Ah, da haben wir schon den Stonecutter. Naja, der ist ja schon dabei. Da wird nur noch ein Chair gebraucht, das ist auch gut. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Allerdings brauchen wir nicht vielleicht noch was, vielleicht den Carpenter. Den könnten wir dann als nächstes bauen. Vielleicht auch nicht. Moment. Den Carpenter, der wird nicht als nächstes gebaut. Als nächstes wird erstmal die Sägemühle. Der Carpenter wird dann dahinter gebaut. Ist ja wohl klar, oder? Gut. Und ihr da oben? Da säuft sich jemand erstmal was. Oder was auch immer da drin ist, ich weiß es gar nicht. Was ist denn da drin? Erdbeerwein. Ja. Das ist doch ganz in Ordnung. Ja, ja. Tindel darf oder da ist jedenfalls auf dem Boden eingepennt. Kann man mit leben. Die sind hier gerade noch beschäftigt. Dann haben sie da hinten erstmal was zu tun. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob und wie viele Leute ich dann im Sommer dazu bekomme. Das wäre ganz interessant, das mal zu sehen, aber wird man dann ja. Wird man dann ja sehen. Naja, die bereiten das hier schon mal vor für das Anpflanzen von dem anderen Zeug, der Baumwolle. Sehr schön. Ja, die Sonne geht unter. Das ist ganz nett. Bird ist auf dem Boden eingeschlafen. Ist er das? Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Wer bist du?
Der Rancher, okay. In Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis das Zeug hier gewachsen ist. Ich werde es ja sehen. Hauptsache, es dauert nicht allzu lang, weil die sollen hier auch was zu essen bekommen. Stroh. Sonst hauen die Milde ab. Das wäre ja blöd. Wäre äußerst blöd. Könnte ich doch eigentlich hier noch mal und dann mal so hier machen. Das wäre doch interessant. Finde ich. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann für den Ort da hinten dann auch leichter die Erde holen könnte. Dasselbe könnte ich hier auch noch mal machen, theoretisch. Rein theoretisch nur. Ja, von da aus kommt man schon ganz gut in die linke Ecke der Mauer hin. Also in die westliche, wenn das hier Westen ist, oder in die nördliche. Je nachdem, was das jetzt ist. Das weiß ich nun wirklich nicht, was es ist, aber ja. Werde ich schon noch rausfinden. So, das hier wurde jetzt auch hergestellt. Dafür müsste doch jetzt eigentlich auch das Sägeblatt hergestellt werden, oder? Automatisch? Oder wie sieht das aus?
Naja, vielleicht erst, wenn es erstmal einmal fertig gebaut wurde und danach was in Auftrag gegeben wurde. Kann sein. Jetzt stellt es auf jeden Fall ein Sägeblatt her. Nun gut. Wir bereiten hier unser neues Lager schön vor. Okay. Das können wir auch alles mal. Was ist da? Das ist doch Quatsch. Oder habe ich Tag Clipping gesagt? Das sollte. Nee, nee. Ernten. Ja, alles ernten hier will ich jetzt, glaube ich, nicht auf Anhieb. Später mal. Obwohl, wenn sie da gleich fertig sind, dann können sie es im Grunde machen. Oder zumindest einiges. Zumindest das, was hier direkt nebenan ist, das können sie schon mal alles ernten. Und die kleinen, ganzen kleinen Pflanzen hier sowieso. So, Bäume fällen können wir hier auch mal. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Gerade hier in der Ecke. Gerade da in der Ecke gerade. Ja gut, das müsste ja jetzt hier gebaut werden, sobald die Bauarbeiter mal einen Moment frei haben. Beziehungsweise da näher dran sind als anderswo. Ich glaube, das passiert eher, als dass sie frei haben, weil die haben noch einiges zu tun. Eine Menge haben sie da noch zu tun. Na, also, jetzt wird was gebaut. Beziehungsweise jetzt wird das gebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So soll das sein.
Okay, das könnte ich hier auch schon mal machen, plankern. Und zwar aus Birke. Aus Birke wird bis zu 50 Planken, sag ich erstmal. Ich habe jetzt natürlich noch kein Lager oder ähnliches, das muss ich dann natürlich auch bald einrichten. Naja, eins halt für Erde. Um die Erde da in der Mitte abzutransportieren. Ist das eigentlich voll oder? Nee. Oder? Nee. Eine Peile ist voll. Da noch einer, da auch einer, aber alles in allem noch fast leer. Noch fast leer. Das ist in Ordnung. Und hier oben irgendwo würde ich dann... wo genau? Ich würde hier noch eine zweite Pasture hinstellen. Scheiße, da ist natürlich Essig. Wie viel können da eine, nur eine sehr niedrige Priorität. Eine sehr niedrige Priorität. Wie viel können da rein? Zwei. Keine weiblichen. Wird noch ein bisschen ausgeweitet, aber wohl zwei reichen eigentlich. Ist ja nur eine Übergangssache. Ist ja nur eine Übergangssache. Und dann, was kann ich mir jetzt gerade an neuen Sachen noch leisten? Den Carpenter, habe ich den eigentlich schon in Auftrag gegeben? Nee. Dann kommt der hier noch hin. Woodcarver kommt dahinter noch. Okay, da habe ich schon Stone Cutter und Stone Mason. Da müsste dann eigentlich noch Stone Carver, genau. Der kommt. Na? Okay, der kann nicht dahin, weil da noch Sachen abtransportiert werden sollen. Na gut. Betten müsste ich auch bald mal bauen, aber Strohbetten kann ich mir gerade nicht leisten, weil also nicht so lange hier keine Ernte reingekommen ist. Sonst haben die hier nämlich nichts mehr zu essen. Das wird schon so relativ knapp. Glaube ich.
Ich meine, sicher bin ich mir nicht, aber. So, nebenbei, was. Das wäre was für später, definitiv. Ja. Nee, jetzt wird erstmal abgewartet. Geht nicht anders. Es muss erstmal abgewartet werden. Bis so ein paar Dinge noch erledigt wurden. Gut, das. Der Wall da außenrum ist natürlich auch etwas, das langfristig erledigt werden soll, aber das ist jetzt keine der Sachen, um die es mir dabei geht. Apropos Wall da außenrum. Frage mich gerade. Hier lasse ich mal offen. Da lasse ich mal offen. Im Zweifelsfall. Ja, das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, in der Tat. Das wäre eine. Ist zwar schon langfristig gedacht, aber. Wie einiges hier, aber. Ja. Und zwar denke ich mir, kann ich hier mit Falltüren welche reinstürzen lassen, genau wie in die Grube hier. Das ist die erste Verteidigungslinie, hier sie da reinstürzen zu lassen. Und wenn sie das nicht auffällt, und die anderen Fallen sie nicht aufhalten, dann wäre das die zweite Verteidigungslinie. Beziehungsweise eher die letzte. Also vor meinen Soldaten. Wobei ich jetzt ja sowieso noch keine Soldaten habe, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So, das geht doch schon ganz gut voran hier. Mit der Mauer auf jeden Fall. Der Rest, naja, noch nicht ganz so gut, aber hey. Ja, ich weiß, du wolltest da eigentlich gerade noch was anbringen, aber hattest nicht mehr die Zeit für. Ist schon in Ordnung.
Das hier könnte auch, wenn überhaupt, denn auch noch später machen. Naja, später werdet das garantiert irgendwann mal machen, aber nicht jetzt. Zumindest nicht alles. Weil jetzt ist das hier, muss auch noch mal gemacht werden, unbedingt. Das hier kann auch später gemacht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr weggemacht, als ich wollte, aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall muss das Getreide wieder geerntet werden. Also zum ersten Mal geerntet werden. Ja, wenn die hier reinfallen, dann kommen die da nicht mehr so leicht raus. Also, wenn da jemand reinfällt, vielmehr. Aber meine Leute werden es nicht sein. Dafür werde ich schon sorgen. Denke ich. So, da wird geerntet, sehr schön. Dann sieht man schon hier, 16 haben wir wieder zur Verfügung, strohmäßig. Das ist sehr schön. Und jetzt kann gleich wieder mehr gepflanzt werden. Mehr als vorher, auf jeden Fall. Ha. Nee, das muss ich mir aber noch mal gerade überlegen, wie ich das genau mache mit den. Ich denke, ich mache das nicht so, dass ich's. Ich mache das schon hier unten rein. Ich habe ja eben über, habe ja vorher noch überlegt, ob ich hier oben ein paar Betriebe hinstelle, aber also die Nahrungsmittelbetriebe vor allem, aber das wäre ja doof. Weil das würde ja auch bedeuten, wir sollten ja möglichst in der Nähe der großen Halle sein. Und die macht sich hier oben ein bisschen schlecht. Also, ja. Die macht sich hier oben schlecht. Definitiv. Jetzt können wir aber hier Setzlinge schneiden und daraufhin fällen. Gut.
Okay. Gut. Oh, da wird schon das nächste fertig. Es wurde wohl geringfügig später gepflanzt, da. Offenbar. Okay. Okay. Dann wird das hier gleich die erste Ernte vervollständigen, aber also, die erste Ernte hat auf jeden Fall schon gereicht, um meine Yaks zu füttern. Definitiv. Und ich glaube, wir haben sogar hier sogar noch mehr. Nee, haben wir nicht, aber. Es hat schon gereicht und die nächste Ernte wird auf jeden Fall nochmal größer ausfallen. Mindestens doppelt so groß. Was heißt mindestens? Nein, doppelt so groß ungefähr. Also eigentlich eher höchstens doppelt so groß, weil. Ja, egal. Doppelt so groß etwa. Sagen wir einfach mal etwa doppelt so groß. Wir können derweil hier noch mal ein bisschen Platz machen. Um eben, ja, den Schlafraum einzurichten. Das wäre ja ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob die, wenn. Wie welche Feinde. Also, was mit den Feinden passiert, wenn die hier runterfallen? Ob die davon. Also, wie viel. Ob, ich denke, sie werden Fallschaden erleiden. Es weiß ich dann nicht, wie viel und so weiter. Der versucht nicht, mir was zu tun, oder? Gut. Ja, hier übrigens kann ich vielleicht noch ein, zwei Türen machen. Das wäre nicht schlecht. Ja, dann designate ich mal eine Area hierfür als Stockpile. Das heißt mal hier so. Und da kommen Steinblöcke hier herein. Okay, ne, warte mal, erstmal kommt.
Ich glaube, da kommt fast alles rein. Fast alles außer das hier. Borstone. Ich will es auch nicht allzu hohe Priorität geben. Also Food und Drink soll da auch nicht rein. Plant-Zeug soll da auch nicht rein. Bodypart auch nicht. Furniture Mechanism. Tool, Weapons und Armor sollen auf jeden Fall rein. Gut. Ist das hier jetzt doch voll oder was? Offenbar nicht, weil. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, baue ich hier mal Crates rein. Drei Stück. Und haben wir sonst noch was? Barrel und Bag brauchen wir da drin nicht. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, jetzt transportieren sie da plötzlich viel Blöd da rein. Weiß ich nicht, warum sie das bisher nicht gemacht haben, aber muss ich auch nicht alles verstehen. So. Und jetzt würde ich sagen, kommt hier. Nein, nicht Bild, sondern. Designate Area. Dormitory. So. Das sollte reichen. Dann werden mal ein paar Strohbetten reingestellt. Sagen wir mal 4 sollten reichen. Erstmal, die müssen ja nicht alle gleichzeitig schlafen, oder? Hallo? Hier wird der Floor gecleant, ja? Und wenn der Floor gecleant wird, heißt das eigentlich, dass das hier ja eine höhere Priorität hat, theoretisch, als alles andere, das da wegzuschaffen, als eben, nicht wahr? Das heißt das normalerweise. Nun gut, jetzt kann das hier auch bald gebaut werden. Sehr schön.
Also, wir haben endlich ein Dormitory. Das ist klasse.